hier zu einer neuen Runde World of Warplanes auf der Map Hafen. Wir spielen ein Tier 2 Flugzeug von einem Amerikaner, ein P-23. Jetzt geht es auch direkt in 4 Sekunden los und es geht los und steigen wir sofort auf die maximale Flughöhe mit. Geht's um heute spielen ohne den Interpreter, während der keine Zeit mehr hatte, sage ich mal so. Aber der wird demnächst eventuell wieder mitmachen. Ja. Also ihr seht schon das Leveln von Tier 1 auf Tier 2 ging jetzt relativ schnell. Und da haben wir schon den ersten Gegner. Werden wir jetzt gleich. Ja, treffen wir sogar. Ja, ich werde vielleicht wieder mit Park aufnehmen, weil ich mich schon schlossen, wenn es die Zeit denn hergibt. Und ich werde vielleicht, wenn ich schaffe, jeden Dienstag ein Gameplay machen von World of Warcraft. Das muss ich aber nochmal schauen, wie ich das mache. Diese Waffenwelt soll wir ja nicht mehr weiter, würde ich sagen. Wir dürfen jetzt nicht zu weit reinfliegen, da kommen wir jetzt Gegner auf schon Flakfeuer. Doch in diesem Modus so von unten mit Shift reingehen. Ja. Da waren wir ganz schön hart getroffen und das war schon für uns. Ah, da hat Wunder von der F2F zerstört. Und schauen jetzt mal unseren Teamkameraden noch zu. Und sagen, wir gehen mal zum Flugzeug. Die gefällt mir. In der bleiben wir jetzt mit, der fliegen jetzt mit in der AO-192. Und gucken, was wir machen. Ich habe mich entschieden, immer, muss man sagen, ja, so gut wie eine Runde davon aufzunehmen. Von World of Warcraft. Ja, wenn ihr Lust habt, downloadet euch einfach mal. Das ist, ich finde es eigentlich ein recht gelungenes Spiel mit. Da ich persönlich kein War Thunder spielen würde. Ja, ihr seht schon, wir haben nicht mehr allzu viele Spieler. Ich habe mich an einer anderen Stelle hier so eine Schlacht gefahren. Aber der hier auch wieder von 2 Flugzeugen die Mann genommen wird. Und raus ist. Gehen wir zu ihm über, er ist auch raus.
Also, die Dinge sind ganz schön los, sag ich mal. So, da haben wir hier noch ein amerikanisches Flugzeug. Von der United States Air Force mit 31 AP noch. Das aber auch wieder gejagt wird, so wie es aussieht. Oh, hier steht sogar jetzt dran von der Air Force, hier steht Navy dran. Ja, da hat er den nächsten in der Mangel. Was kann man noch so sagen? Ich weiß es gar nicht. Ich bin jetzt auch ein bisschen still, da mein Hals ein bisschen wehtut. Es tut mir leid, aber ich werde auf jeden Fall bei der nächsten Folge wieder mehr reden. Ah, das ist unser letzter Überlebender. Also, das war wieder eine sehr schöne Runde. Und die gehen zum vierten Angriff rüber. Vielleicht hätte er noch was. Ah, das ist in der Mangel. Und das war's auch schon für uns. Wir haben eine Niederlage. Wir gehen jetzt mal zurück in Hangar nochmal schnell. Und da werde ich euch jetzt nochmal den Forschungsbaum zeigen, auf welches Flugzeug ich gehe. Ah, da lädt es wieder. Ja, wir haben jetzt 3.184 Coins bekommen und 62 Erfahrung. Und über die Forschung gehen wir hier so zu diesem XF-90. Das ist ein schwerer Jäger der Amerikaner. Ja, was kann man noch sagen? Wir gehen hier über diesen Forschungsabzweig, sage ich mal, so über die Jäger. Und dann hier so zu der P-38F. Ja, und mehr kann man nicht sagen. Da würde ich sagen, da war es schon wieder von dieser kleinen Runde World of Warplanes. Ohne den Temperator leider, aber ihr wisst, hier so auf der Tragfläche ruht er. Mit seinem Unsichtbarkeitsumhang. Aber der wird beim nächsten Mal wieder dabei sein, denke ich mal. Und da würde ich sagen, bis zum nächsten Mal, wenn wir wieder eine kleine Rundfahrt in der Luft, nenne ich es mal immer, machen. Hoffentlich mit dem Temperator, das wird sich dann ergeben. Da würde ich mal sagen, tschüss, bis zum nächsten Mal.